Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Memoria. Ja, ich habe noch nicht weiter gespielt. Eigentlich spiele ich nie weiter, wenn ich nicht aufnehme. Und ja, wir hängen immer noch hier fest. Und ich weiß, also ich dachte eigentlich, dass wir was an der Tür machen müssen. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es ja nicht an der Tür, sondern vielleicht muss ich ja ihn nerven. Aber wie? Er ist zu weit weg. Ja, er ist zu weit weg. Du bist doof. Oh, jetzt macht es. Das war eigentlich ein Scherz. Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Bitte? Hast du die gerade Mädchen genannt? Niemand nennt uns Mädchen! Bum, bum! Niemand. Ich glaube, er will doch ein paar Steine aufs Maul bekommen. Mach mal. Das bringt mich nicht weiter. Achso. Für wen hältst du dich? Für Jesus. Was? Besser nicht. Nein, das ist auch auf ihn. Das hört jetzt auf! Okay. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Was denn? Gar nichts, gib lieber. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm. Aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger! Ich danke euch. Danke nicht. Er hätte uns den Schlüssel auch vorher geben können, ey. Wäre das wirklich ein sneaky Angriff gewesen? Nein. Hätte ich eigentlich rein, ey. Mann. Kompliziert genug. Achso, ich kann sogar die Sachen nehmen. Rüstung. Hey, was soll ich denn machen? Ah, ich kann mit der reden. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Na, danke. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Okay. Fackelhalter. Nichts geschieht. Okay. Schild. Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. Ist gar nichts. Rüstung? Es ist keine echte Rüstung, nur eine Nachbildung. Das macht mich wütend! Okay. Mehr kann ich auch nichts machen. Nach draußen. Turm hinauf. Okay, noch mehr. Kristall. Ist das wirklich berührend? Zeig jetzt nicht so ein komisches Rätsel, sonst raste ich aus.
ist geschehen? Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. Einen Moment. Nichts rührt sich. Nichts rührt sich. Gehen wir weiter. Wir befinden uns in der oberen Kammer des linken Turms. Okay. Rüstung. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Du hast sehr viel, ehrlich jetzt. Sei mal nicht so... Keine Ahnung. Ich werde es euch allen zeigen. So. Ich werde... Ja. Hör auf, alles so... Unterjochen und sei nicht immer so böse, ey. Nach draußen? Kann ich nach draußen? Was ist mit dem Ausgang geschehen? Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene herabgesackt. Der Ausgang ist nun versperrt. Wollt ihr nach draußen, müsst ihr seine Macht wieder erwecken. Okay, nein, danke. Muss nicht sein. Ich habe alles angeklickt. Außer das hier. So ein Tag, aber... Besser, ihr kommt ihnen... Ich komme nicht so nah. Dann gehen wir mal hier raus. Zur Brücke 1. Zur Brücke 1. Wenn ich das ja schon höre, ne? Trollalal. Na toll. Ah, ein Zierkopf. Was ist das? Ist hier nichts mehr? Außer Tentakel. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nah. Anfassen! Okay. Ah, dann schaut mal, da fehlt doch der Kopf. Ja, dann setzen wir ihn mal auf. Und sag bitte nicht, dass du zu klein bist. Das bringt mich nicht weiter. Besser nicht. Wie, das bringt dich nicht weiter? Ich darf jetzt nicht den Kopf... Du darfst jetzt nicht den Kopf verlieren? Mach den lieber mal dran. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Nicht witzig. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich auch nicht. Vielleicht hier... Gürtel. Lass noch mal runtergehen. Rüstung. Zierkopf. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich auch nicht. Das bringt mich nicht weiter. Was soll ich mit dem Zierkopf machen? Eigentlich könnte ich doch die Dinger bewegen, oder nicht? Hm. Das ist wohl nicht magisch genug. Was ist denn magisch genug für dich? Das geht nur bei magischen Artefakten. Das geht nur bei magischen Artefakten. Wir sind ja richtig weit gekommen. Wir haben unseren Bruder. Warte mal, kann ich das einfrieren? Wahrscheinlich nicht. Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen, ja, und klar. Achso, klar. Ich habe keine Ahnung. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Weichet! Kasims Arme scheinen sich von den geweihten Relikten nicht beirren zu lassen. Ich wollte gerade sagen, auf den.
Ich muss sich die Stromquelle da abschalten. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Was für eine? Die wächst, ja. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Jetzt bin ich schon wieder in... Schon wieder bin ich in so ein dummes Rätsel. Passiert nichts. Nichts rührt sich. Nochmal raus. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte es. Aber nein. Nein, wieder nicht. Mir fehlt die Vision. Mir fehlt die Vision. Ich versuche jetzt alles. Das bringt mich nicht weit. Ich darf jetzt... Besser nicht. Nur die Statue an. Berührt ihn ein weiteres Mal und ich werde ihm seine Kraft zurückgeben. Das ist noch draußen. Ich will machen müssen. Der Turm ist nun wieder oben. Ah. Das sind Leuchten. Zurück. Aber wenigstens haben wir jetzt gesehen, was, wo wir sind. Ah. Wir sind jetzt da. Die Tage. Ich komme nicht heran. Kasims Schild beschützt ihn. Wenn ihr die Kristalle in den Türmen löscht, wird auch der Schild kleiner. Vielleicht könnt ihr ihn dann endlich erreichen. Nimm nochmal zurück. Ich weiß, wie wir das machen. So, hier. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Ich werde es euch, wenn wegen Ort...
Natürlich für euch. Ich werde es euch allen zeigen. Wenn wegen eurer Missgunst die Dämonen siegen, wird auch das Reich der Gebildeten und Schönen auf ewig zerfallen. Wir befinden uns in der oberen Kammer des mittleren Turms. Was stehst du hier? Geh raus und kämpfe. Geh raus und kämpfe mal. Ah, wir können runtergehen. Das habe ich nicht gesehen. Nichts geschieht. Okay, geh runter. Das Schwert ist aus brüchigem Marmor. Es wird mir in der Schlacht nicht viel nützen. Statue. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde die Kämpfenden unter einem neuen Stern der Hoffnung vereinen. Dafür solltest du lebend da rauskommen. Daher, dass sie dich so... Nix. Sie rührt sich kein Stück. Was ist das für ein Loch, ey? In der Mitte des Raumes haben sie erst ein Loch geschlagen und es nun überwuchert. Wie eine Brücke. Wirklich. Tentakel, Tentakel. Ich komme mir vor wie so ein japanischer Hentai. Vorsichtig. Also da komme ich nicht weg. Vielleicht kenne ich das mit den... Er kann das wahrscheinlich, oder? Kasims Anwesenheit schwächt mich. Ihr müsst den Kristall mit euren eigenen Händen berühren, damit ich ihn verzaubern kann. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Dann lass ihn... Der Zauber wirkt nur auf Leben. Auf Lebewesen. Die einzige Person, der... Vergessen. Sorry. Dann lass uns nochmal zurück. Gehe ich nochmal runter? Du sollst nochmal runtergehen. Nicht. Dann gehen wir nochmal runter. Sie berührt erstmal das Ding. Nee. Vielleicht sollte ich es nochmal abschmieren lassen. Der Turm ist nun wieder unten. Okay. Das ist ein Schwebekristall. Er ist nun wieder wach und oben. Okay, nix anklicken, was nicht angeklickt werden soll. Das haben wir jetzt gelernt. Dann passiert sowas. Der Turm ist nun wieder oben.
wieder nach unten. Der Turm ist nun wie... Achso, ich dachte schon, ey. Der Turm fährt jetzt wieder hoch. Was ist jetzt mit dem? Besser, ihr kommt ihn nicht... Sie wachsen sofort wieder zusammen. Ich habe keine Ahnung. Alkohol, vergifte die Blume mit Alkohol. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen. Geht's jetzt hoch? Hallo? Danke! Einen Moment. So. Ja, ey. Ich verstehe gerade nicht, was sie will. Will ich da reingehen und nicht da. Der Turm ist nun wieder oben. Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Nee, ist wirklich schlau. Wenn ich schlau wäre, dann würde ich das schon gelöst haben. Aber wenigstens, danke. Ist da nicht auch ein Stein oben? Da komme ich nicht ran. War ich eigentlich schon da? Wahrscheinlich komme ich da gar nicht weiter. Ja, da war ich. Und da ist auch nichts. Uns noch mal nach unten. I don't understand. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein. Weichet! Kasims Arm. Ein auf den. Auch er wird nichts gegen diese Arme ausrichten können. Schade. Ja. Der Weg der Willkür. Willkür ist nicht dein Weg. Bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade will. Wahrscheinlich ist es wieder so voll einfach. Wahrscheinlich muss ich irgendwas kombinieren und keine Ahnung. Logik kombinieren. Glaube ich, ich muss Logik kombinieren. Oh, das, oh. Jetzt verstehe ich's. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Hm. Hier komme ich nur noch nach unten.
Ich habe keine Ahnung, was sie will. Tacke. Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Auch niemand sagt so etwas so, ja, du musst gucken oder so. Ich meine, bei den anderen Rätseln haben die wenigstens gesagt, ja, ne, das ist jetzt in der Labyrinth und du musst aus diesem Labyrinth rauskommen. Aber wenn... Oh, ey. Dir sagt ja niemand was. Also, dass er seinen Kopf verloren hat und die nix sagt dazu. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Ich darf mein Ziel nicht aus der... Warte mal.